Es müssen nur 7 Menschen sterben. Dann bin ich Graf Gascoigne. Ja, der Victor Lopez ist ein schlimmer Finger und der Henker wetzt nicht zu Unrecht seine Klinge. Denn Victors Vater ist ein mexikanischer Straßenmusiker, aber seine Mutter ist eine Gascoigne, eine Gräfin. Und da er sich ein kleines bisschen benachteiligt fühlt von seinen anderen Verwandten, beschließt er, alle Leute, die vor ihm in der Erbfolge sind, umzubringen. Was das Theaterstück im Schlossparktheater so besonders macht, ist wieder mal, man konzentriert sich einfach auf die darstellerische Leistung. Die ist zweifelsohne beeindruckend. Allen voran Johannes Hallervorden, der 8 Rollen spielt. Und das ist nicht damit getan, einfach mal ein paar frische Klamotten überzuwerfen, sondern das sind andere Personen, die andere Stimmungen haben, andere Stimmen auch haben. Und ein ganz besonderes Highlight, wie immer, die hohe Kreativität. Diese Einfälle zwischendurch. Ich sag nur Chewbacca. Wirklich sehr, sehr hohes kreatives Potenzial. Man hat hier wirklich viele eigene Ideen eingebracht und das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich sehr gut und ich komme gerne wieder. Adel verpflichtet im Schlossparktheater.